Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und heiße euch herzlich willkommen zur 8. Folge von unserem schönen Anno1800 Let's Play. Abgesehen von ein paar Minuten verstrichener Ingame-Zeit sind wir genau an dem Punkt, wo wir in Folge 7 aufgehört haben. Das heißt, wir haben alles ausgeplant, um jetzt langsam Schritt für Schritt uns dem Thema Ingenieure anzunähern. Und ich glaube, wenn wir weiterhin so fleißig hier an unserer Flotte arbeiten, wie wir es aktuell nicht tun, weil wir keine Kanonen haben, dann sollten wir auch in der Lage sein, uns zu verteidigen und vernünftig aufzustellen für mögliche Kriege mit unseren Kontrahenten. Unsere Inseln sind auch alle so aufgesetzt, dass es passen sollte. Wir haben ein Einkommen von 4500 Credits momentan pro Minute. Wir haben eine okayische Produktion an Baumaterial. Das ist natürlich alles noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber wir sind ja zum Beispiel auch noch nicht in Crown Falls, wo wir dann ganz andere Möglichkeiten und ganz andere Kaliber haben, irgendetwas aufzuziehen. Rein lagerplatztechnisch stoßen wir mit dem ein oder anderen Gut jetzt ganz langsam an unsere Grenzen, sodass wir vielleicht hier mal die ersten Bereiche unseres Hafens ausbauen können. Und auch die Speicherstadt wird hier schon ein bisschen gelevelt, was ganz cool ist, wenn wir mehrere Speicherstädte haben, weil zum Freischalten bestimmter Produkte natürlich mehrere Exportverträge vorhanden sein müssen, wie zum Beispiel Baumwolle. 5 Exportverträge brauchen wir dafür, aktuell haben wir 2. Dementsprechend sieht das doch alles ganz gut aus. Ich glaube, als erstes würde ich jetzt versuchen, die Routen für Rum und Baumwolle anzuschmeißen. Warum eigentlich nicht? Rum brauchen wir, können wir eh jetzt hier auch schon verwenden, bringt zwar noch nicht so unendlich viel, aber wir sind ja in absehbarer Zeit bei den Ingenieuren und ich würde die Insel am Ende des Tages auch gerne mit Rum versorgen. Also wäre es, glaube ich, nicht die schlechteste Entscheidung. Und außerdem wäre es auch nicht schlecht, wenn wir hier unser Lager mit Baumwollstoff schon mal anfangen aufzufüllen. Einfach, um da auf der sicheren Seite zu sein. Und ich glaube, dass wir dementsprechend hier die Produktion auch noch auf ein etwas höheres Level heben werden. Ich glaube, das wäre durchaus angebracht, dass wir hier ein bisschen mehr produzieren und uns langfristig entsprechend so aufstellen, dass wir auch einen höheren Bedarf als 4 Tonnen pro Minute irgendwie abdecken können. Ich glaube, das wird uns langfristig auch ganz gut weiterhelfen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie teuer ist die Rumproduktion und wie groß ist unser Bedarf. Gucken wir mal, wie viele Tonnen brauchen wir aktuell? Mal auf 2. Nee, sogar schon 3 Tonnen. Okay. Nee, danke, keine Geleitschutzaufgabe. Okay. Okay, das heißt, wir bräuchten hier auf jeden Fall die ersten Farmen. Das heißt, die können wir schon mal in Betrieb nehmen. Jetzt lösche ich die hier gleich übrigens alle nochmal, dass ihr euch nicht wundert. So, jetzt haben wir hier den Anbau und zwar alle 30 Sekunden. Und jetzt machen wir, wisst ihr was, wir machen die 6 voll. Einfach aus dem Grund, dass wir dann ein bisschen Puffer haben und sich unser Lager entsprechend auffüllt. So, jetzt haben wir 6 Zuckerrohr-Dinger hier, die alle... Ach, das ist totaler Bullshit. Wie viel produziere ich denn? Jetzt habe ich mich verrechnet. Klassiker. Die produzieren ja alle 30 Sekunden. 3 hätten vollkommen gereicht für 6 Tonnen die Minute. Aber, naja, sei es drum. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir nehmen hier einfach mal 4 in Betrieb. Und hier auch den Holzfäller. Und natürlich das Lager hier noch. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz. Wir produzieren jetzt 8 Tonnen Rum, genau. Wir produzieren, glaube ich, nicht genug Baumstämme. Nee, wir bräuchten noch das zweite Ding hier auch. Okay, jetzt produzieren wir genug Baumstämme. Und produzieren jetzt hier auch genug Rum. Es ist auch alles angebunden. Und es wäre wunderbar, wenn wir hier jetzt auch noch unsere Lagerkapazitäten, ich sag mal, grundlegend erhöhen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall keine schlechte Idee. Wie viel haben wir jetzt? 350. Kopieren wir das nochmal hier hin. Wie viel haben wir jetzt? 550 Tonnen. Okay, damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Was für eine Lagerkapazität haben wir hier? 75 wahrscheinlich, ne? Ja, das ist nicht gut. Das heißt, wir warten jetzt mal kurz auf ein paar Ziegel und bringen die dann entsprechend runter. Kanonen haben wir jetzt hier auch schon mal. Die ersten 50 Tonnen. Die können schon mal hier entladen werden.
Und dann können wir ihn schon mal hier runterschicken. Der fährt ja zeitnah los und bringt dann unseren Baumwollstoff in die alte Welt. Haben wir sogar schon die ersten 12 Einheiten und wahrscheinlich eine Produktion von 4 Tonnen, richtig? Ja. Und mein Plan wäre jetzt, hier unten nochmal eine Handvoll Farmen hinzusetzen. Mal gucken, kriegen wir da nochmal 4 hin? Könnte knapp sein, aber schauen wir mal. Planen wir hier mal kurz ein Lagerhaus aus, dass wir schon mal die doppelte Menge haben. Quasi 1, 2, 3, 4. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen am Ende des Tages. Mit dem Platz, der uns hier zur Verfügung steht. Ja, okay, doch, das reicht locker, locker, locker. Manchmal bin ich da echt schlecht im Einschätzen, wie viel Platz wir am Ende des Tages jetzt wirklich brauchen. Machen wir das hier mal voll, jedenfalls so gut es geht, mit unseren Fake-Feldern. Und jetzt nehmen wir den hier noch und machen den hier oben rein. Wunderbar. Haben wir hier auch nochmal 4 fertig und können jetzt die 2 hier hinsetzen. Haben wir das auch? Machen wir das fertig und jetzt haben wir auf jeden Fall mehr als genug Baumwollstoff. Jetzt haben wir nämlich 8 Tonnen, die hier pro Minute hergestellt werden. Und es ist oh, ich bin schon wieder im doppelten Speed-Modus, merke ich gerade. Hoppla. Und damit sollten wir auf jeden Fall eine ganze Zeit lang auskommen. Wir können jetzt auch einfach mal den Clipper, den wir hier oben haben. Wie hier heißt er denn nochmal? Ist er schon hier? Ach, da ist er sogar schon. Der Boxer. Den können wir ruhig auf diese Route hier packen. Und der kann ruhig schon mal anfangen, die ersten Tonnen rüber zu schiffen. Und aus der alten Welt können wir einen von unseren Clippern, den wir hier haben, nämlich die Hoheit nehmen und den auch ruhig schon auf die Rumroute packen. Bis der nämlich oben ist und wieder zurückkommt, ist das Lager da oben mit Sicherheit schon gut gefüllt. Ich gehe davon aus, dass es hier nämlich jetzt relativ schnell Schlag auf Schlag gehen wird, wie sich hier der Rum auffüllen wird. 20 Tonnen haben wir sogar schon. Wir werden hier mal ganz kurz die Ausgabe von Rum stoppen auf beiden Stufen. So dass wir da nicht unnötig unsere Materialien an die Locals ausgeben. Aber die Zufriedenheit sinkt natürlich dementsprechend direkt. Aber was soll das Ganze? Brauchen wir aktuell nicht. Okay. Das ist gut. Wir haben ja sogar noch einen Puffer mit Zuckerrohr. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir werden die Farben jetzt nicht wieder abreißen. Wir lassen die einfach laufen. Wir werden das sowieso zeitnah erweitern müssen, um alles abdecken zu können. Wunderbar. Gut. Das heißt, Rum kommt hier an, Baumwollstoff kommt hier an. Das heißt, die erste Hälfte im Themenbereich Pelze haben wir damit schon abgearbeitet. Und ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall zuerst um Nähmaschinen und um Pelze kümmern, weil es einfach die einfacheren Sachen sind, um die wir uns zu kümmern haben. Deswegen schauen wir mal kurz hier auf die Insel. Hier haben wir nämlich Pelze und betrachten mal kurz den Bedarf, den wir denn überhaupt schon an Pelzen haben, nämlich nur eine Tonne. Das heißt, mit 3 Pelzhütten, die wir hier auf die Insel verteilen, sind wir momentan mehr als gut aufgestellt. Und auch hier könnten wir mehr Lagerplatz gebrauchen. Das heißt, wir sollten hier mal kurz Ziegel hinschaffen, damit wir das am Ende des Tages auch machen können. So, schauen wir mal. Machen wir mal 1, 2, 3. Und damit sind wir auf jeden Fall gut bedient und das Lager sollte hier alle 3 abdecken können. Ja, wunderbar. Super. Pelze haben wir. Jetzt die große Frage, wie viel... Oh, guck mal, der ist schon am Limit mit seinen Hoppen. Das heißt, wir bräuchten noch einen weiteren Clipper. Bauen wir mal direkt noch 2. Und bereiten schon mal die Handelsroute vor, die wir da entsprechend auch wieder einrichten müssen. Ich könnte natürlich auch mit Charterrouten arbeiten, aber wir versuchen da erstmal so grundsätzlich drumherum zu kommen. Ich sag mal, 2 Slots reichen, sind mehr als genug. Alte Welt und wir nennen es Fälle. So, haben wir das jetzt auch vordefiniert und können da entsprechend gleich ein Schiff drauf schicken, wenn wir das Schiff haben und vielleicht auch der erste Baumwollstoff da ist. Wir müssen uns da jetzt ja auch nicht irgendwie verbiegen und zusehen, dass wir innerhalb kürzester Zeit hier alles ins Laufen bringen. Deswegen werden wir das hier auch erstmal nur ausplanen. Wunderbar. Nee, doch, das können wir machen.
hier haben wir Alkohol wird hier hergestellt. Ich überlege gerade, ob ich hier noch eine zweite Feuerwache reinquetsche. Ich glaube, das machen wir. Könnte ganz hilfreich sein. Hier könnte nämlich definitiv noch das ein oder andere Haus explodieren am Ende des Tages. Gut, dann haben wir Pelzmäntel vorgeplant. Wir haben noch einen ordentlichen Puffer an Eisen und an Kohle, aber nicht wirklich genug Einwohner. Das heißt, wir müssten unsere Stadt hier erweitern, um ein paar mehr Mitbürger, damit wir upgraden können, mehr Eisenbahnen herstellen können und dann am Ende des Tages die Nähmaschinenproduktion auch an den Start bringen können. Die müsste nämlich hier nicht reinpassen. Schade. Aber den kriegen wir hier rein. Und den kriegen wir hier hin. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall zwei Stück hier untergebracht. Machen wir das mal so und setzen hier oben. Na, da passt kein Lagerhaus hin. Hier passt noch ein Lagerhaus hin. Müssen wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwas anderes reingequetscht kriegen. Wir haben auf jeden Fall zweimal die Nähmaschinenproduktion. So, und jetzt bräuchten wir nochmal Hochöfen. Wie kriegen wir die hier am besten? Ah, guck mal, das passt doch. Wunderbar. Und hier machen wir noch ein Lagerhaus hin. Okay. Einfache Logistik. Das haben wir. Grundlage gelegt für Nähmaschine. Grundlage gelegt für Pelzmäntel. Das heißt, es muss nur noch aktiviert werden, was natürlich an sich schon teuer genug ist. Ich glaube, die Pelzmäntel kosten, die kosten nur 2000, aber die Nähmaschinen kosten viel. 12.000. Und dann brauchen wir natürlich am Ende des Tages auch noch die Konserven. Und zwei hiervon können eins davon bedienen, wenn man ein bisschen mit den Boostings arbeitet. Und wir gehen ja hier nicht weiter mit der Stadt. Das heißt, wir könnten, müssen wir kurz gucken. Schauen wir mal kurz. 1, 2, 3, 4. Davon brauchen wir auf jeden Fall 4. Und davon bräuchten wir jetzt 2. Die können wir hier hinsetzen. Und dann können wir das entsprechend boosten. Und das dürfte ganz gut funktionieren, weil wenn wir die um 50% beschleunigen, produzieren die, die um 50% beschleunigen, dann brauchen die nur eine Minute und die brauchen 2 Minuten und dann passen genau 2 auf 1. Und damit kommt man dann ganz gut hin. Perfekt, das heißt, das haben wir jetzt auch fertig. Und die gesamten Grundlagen sind geschaffen. Jetzt brauchen wir hier natürlich noch, müssen wir das hier noch in Betrieb nehmen und müssen jetzt mal ganz kurz anfangen, ein bisschen Ziegel hier durch die Weltgeschichte zu fahren, damit wir die Lagerkapazitäten auf den unterschiedlichen Inseln erhöhen können. So, was haben wir hier jetzt? Wieso steht hier auch ein... Ach, hier habe ich auch noch einen Clipper stehen. Ha. Wie viel Rum habe ich denn inzwischen schon? 67 Tonnen. Und wo ist mein Schiff, was auf dem Weg hierhin ist? Ach, der ist schon fast da. Okay, krass, das ging schnell. Aber nichtsdestotrotz gibt es die ersten 80, 90 Tonnen Rum. Und damit kann man, glaube ich, ganz gut arbeiten. Und dann könnten wir auch direkt einen zweiten Clipper auf diese Route packen. Wie sieht es hier aus? Auch schon wieder 50 Tonnen. Hier müssten wir auch die Lagerkapazität erhöhen. Habe ich hier noch Ziegel? Nee, aber hier. Perfekt. Klauen wir hier mal kurz. Sag mal 40 Tonnen. Ach, nehmen wir alles mit. Wer weiß, wie viel Ziegel ich hier unten noch brauche. Und erhöhen hier mal die Lagerkapazität. So, wo haben wir Ruinen? Hier hinten. Okay. Machen wir das weg. So, du nimmst jetzt hier auch mal Ziegel mit, sagen wir mal 100 Tonnen. Als erstes hier zu der Insel abladen und dann zu der Insel hier oben die Kontore upgraden und ein paar Lager aufbauen. So, Pelzmäntel dürften mittlerweile auch steigen, richtig? Ja, 10 Tonnen haben wir schon, wunderbar. Hier können wir das Lagerhaus aktivieren. Und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Wir haben auch, schauen wir mal kurz, wir könnten das Ding hier aktivieren. Jetzt haben wir 2+, richtig? Ja, sogar 3 knapp. Das heißt, wir könnten auch eine Nähmaschinenfabrik aktivieren. In der Hoffnung, dass ich jetzt genug Baumstämme, produziere ich genug. Perfekt, das passt. Und Nähmaschinen dürften auch reichen, richtig? Ja, wunderbar. Nähmaschinen sind auch da. Wir blockieren mal kurz.
Das ist gut, dass wir erstmal ein bisschen ein Lager aufbauen können. Ansonsten krebsen wir nämlich die ganze Zeit irgendwie bei einer Nähmaschine rum nachher. Okay, Captain Morris kommt auch gleich an. Sehr schön. Jetzt überlege ich gerade. Das Ding machen wir mal kurz. Passen wir das mal kurz an hier. Den schmeißen wir runter. Die packen wir hier drauf. Entladen. Zack, der übernimmt die Handelsroute jetzt. Wo ist denn mein Schoner? War der leer oder war der voll? Nee, der muss mal kurz hier hinkommen. Und jetzt übernimmt der die Handelsroute und holt von hier Pelze und Hopfen. Und unser Schoner dürfte ausreichen für Paprika und Rindfleisch. Das wird nämlich nicht so viel produziert. Und die Strecke ist auch relativ kurz. Erst recht, wenn wir hier eine Anlegestelle hinsetzen würden. Fällt mir gerade auf. Können wir die bauen? Nee, das wollte ich haben. Eine Anlegestelle. Könnten wir sogar machen. Warum nicht? Wisst ihr was? Das machen wir auch. Anlegestelle fertig. Und jetzt können wir hier auf gefühlt 2 Metern unser Zeug abarbeiten. Und jetzt machen wir hier noch eine kleine vorbereitende Maßnahme. 1, 2. 1, 2. Wenn wir die nämlich dann alle... Habe ich die Kanone da jetzt hingesetzt? Ich weiß, doch, da steht sie. Ich sehe sie nur. Das ist ja krass, ich sehe sie nicht, weil der Hafenbereich so weit ist. Wenn wir die jetzt aufbauen, ist hier überlappend der ganze Hafenbereich gesichert. Auch nicht schlecht. So, ihr zwei könnt jetzt auch mal hier parken. Und dich belade ich mal kurz mit Kanonen, wenn ich welche habe. Ah, perfekt. Und schick den auch noch in die neue Welt. Dann habe ich ungefähr 100 Tonnen Kanonen vor Ort. Und damit sollten wir dann, glaube ich, auch vernünftig arbeiten können. Zack. Und los geht's. So, der kann hier 50 abladen. Und weiter. Mittlerweile seht ihr, nehmen auch schon die Aufgaben, die wir haben, deutlich zu. Wird also ein bisschen multitaskinginger. Gibt es das Wort? Das alles hier halbwegs zu realisieren, was wir hier so vorhaben. So, das gleiche jetzt in der neuen Welt. Hier müsste jetzt ja auch die Ziegelzeugs angekommen sein. Wunderbar. Konto upgraden und Lagerkapazität erhöhen. Wunderbar. Wie viel haben wir jetzt hier? 250. Das ist mehr als genug. Dann sind wir jetzt auch nicht mehr am Limit mit unserem Baumwollstoff und kommen da ein bisschen besser mit zurecht. Und könnten jetzt gleich eigentlich auch eine Route einlegen. Schon mal vorbereitend. Neue Route. Hier hin. Das nicht. Und ich sag mal immer mindestens 2 Fuhren Ziegel. So, wo haben wir es hier? Das Ding können wir mal Ziegel nennen. Annehmen. Und die Gruppe nennen wir mal alles weg hier. Neue Welt. Wunderbar. Haben wir das jetzt auch schon mal fertig, sodass wir dann langfristig Manola hier auch mit Ziegeln vollpeitschen können. Die brauchen nämlich recht viel. Da können wir eigentlich das Schiff sogar draufpacken. Wisst ihr, was das machen wir? Dann geht das schon mal los. Und wir können loslegen. In Manola ein bisschen weiter in die Vollen zu gehen und da vielleicht relativ schnell auch die Artistas zu erreichen. Ich würde nämlich gerne hier Aluminium und Co. herstellen und auch den Damm irgendwann mal fertig haben. Also irgendwann in weit entfernter Zukunft. So. Der Schoner ist hier mit dem Hopfen. Wunderbar. Und er ist auch hier mit den Ziegeln. Dann kann er wieder, da wisst ihr was, wir lassen ihn hier stehen. Man weiß ja nie, wer hier nicht mal vorbeikommt. Und machen wir hier jetzt auch ein bisschen mehr Lagerkapazität hin. Wunderbar. Dann haben wir da auch keine Probleme mehr. Und auch unser Holz wird ein bisschen erweiterter angelegt und eingelagert. Super, der ist auf dem Weg mit dem Baumwollstoff jetzt gleich und haben wir hier schon, guck mal, unsere ersten 74 Tonnen rum sind auch schon auf dem Weg. Haben wir hier noch einen Clipper, der nichts zu tun hat? Nee, aktuell nicht.
Und der nächste braucht noch, weil den hätten wir dann auch auf die Route mit dem rumschicken können, damit wir zwei gegenläufige Clipper haben. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. So, jetzt haben wir den für unsere Paprika-Dingens-Route hier. Das heißt, wir aktivieren jetzt hier 4 Felder und 4 Rindviecher. Und rein theoretisch müssten wir jetzt hier bei beiden eine Produktion von 2 Tonnen. Ich glaube. Ja, genau. Beide produzieren 2 Tonnen. Was für einen Bedarf an Konserven haben wir? Aktuell 1 Tonne. 0 Tonnen. Wir sind noch nicht mal bei 1 Tonne. Wunderbar. Das heißt, das ist auf jeden Fall ausreichend. Und damit ich es nicht vergesse, müssen wir hier mal kurz ändern. Immer abwechseln, sonst klappt das mit dem Schoner nicht. So, der holt nämlich jetzt einmal Paprika und einmal Rindfleisch. Und packen wir den Schoner jetzt drauf. Der beschwert sich zwar, weil er nicht genug Ladekapazität hat, aber das passt. Und die können wir hier nochmal löschen. Hopfen. Felle. Wunderbar. Speichern. So, wer ist hier fertig geworden? Der Eisvogel. Den Eisvogel packen wir gegenläufig auf die Rumroute. Damit wir da nicht leer laufen. Und wir hauen direkt den nächsten Clipper raus. Wunderbar. Okay. Eine sehr, sehr ergiebige und produktive Folge. Wir haben quasi alles vorbereitet. Es wird jetzt auch alles importiert, was wir brauchen. Inklusive Flammenentfernung hier auf der Insel. Machen wir das mal kurz. Und zwei Seiten mit der Feuerwehr und dann positionieren wir die nachher besser. Also wir haben jetzt alles vorbereitet, um Richtung Ingenieure zu gehen. Nähmaschinen werden schon hergestellt, glaube ich. Ja, wir haben schon erst 8 Tonnen. Das heißt, jetzt müssten wir eigentlich nur noch alle Produktionsgebäude in Betrieb nehmen. Wir kriegen Felle hier hin, wir kriegen Baumwollstoff hier hin, kriegen wir Paprika, wir kriegen Rindfleisch hier hin. Wir müssten nur noch, in Anführungsstrichen, jetzt loslegen. Und dann wären wir, in der nächsten Folge könnten wir den Sprung Richtung Ingenieure schaffen. Den will ich aber noch nicht machen, weil dann der Pirat in der neuen Welt anfängt, uns zu nerven. Ich würde gerne in der neuen Welt noch ein ganz klein bisschen vorankommen mit ein, zwei Projekten, bevor wir anfangen, uns hier mit dem Pirat zu scharmützeln. Und ich hätte natürlich auch gerne noch ein, zwei weitere Schiffe hier vor Ort. Aber das kommt dann alles in Zukunft. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Und ich freue mich darauf, euch in knapp 2 Tagen für die nächste Folge dann wiederzusehen. Bis dahin.